hier. 6 Stunden dran rumfahren. Ja. Und das ist so heiß. Oh, das geht überhaupt nicht voran. Da hätten sie auch mal einen kleinen Bagger mit. Wenn wir das in 2 Stunden gegessen, dann könnten wir feiern. Oh, das wäre herrlich bei dem Wetter. Mann. Wo hast du den Graben gelernt? Toll, ey. Keine Ahnung. Bin ich alleine. Was ist das denn? Ein großer Stein. Bloß kein Rohr. Oh oh. Gib mal einen Feger. Krass. Sehr interessant. Ich kann diese Runen und Symbole nicht richtig zuordnen. Hm. Möglicherweise handelt es sich um das Kultobjekt eines altniedergermanischen Stammes. Nicht altobergermanisch? In jedem Fall präsaxonisch, würde ich sagen. Könnte es nicht Kukailimoku sein? Ein Kukailimoku ist es mit Sicherheit nicht, Kollege. Das wäre doch auch hawaiianisch. Aber es wäre eine Sensation, nicht wahr? Das wäre es in der Tat. In jedem Fall ist die Statue fast unbeschädigt. Dabei hat sie die ganze Zeit ungeschützt im Boden gelegen. Das verstehe ich nicht. Also, liebe Kollegen, ich kann keinerlei Ähnlichkeit mit den Werken der hier wirkenden Kulturen feststellen. Ein wirklich faszinierendes Stück. Wir sollten das Ganze von einem Experten untersuchen lassen. Und solange wir auf den warten, könnten wir selber etwas Forschung betreiben. Ich möchte die Statue meinem Geschichtskurs vorstellen. Oh ja. Die können selber etwas recherchieren. Mal sehen, was wir rauskriegen. Mal sehen. Es wäre auch ein würdiger Gegenstand für eine Seminarfacharbeit. Es wäre in der Tat ein Versäumnis, unsere Schülerschaft nicht an diesem wirklich faszinierenden Fund partizipieren zu lassen. In der Tat, das ist richtig. Ihr Bein, passt ihr auch noch mal auf, ja? Ja, ja. Okay. Ja, bitte sehr. Ist sie überhaupt sicher, dass es echt ist und kein altes Kunstprojekt? Ja, wir können über dieses Objekt noch nichts Näheres sagen. Das ist heute Morgen erst gefunden worden bei Bauarbeiten. Und außerdem glaube ich nicht, dass wir unsere Kunstprojekte unter dem Schulhof verstecken müssten. Aber Näheres werdet ihr jetzt bald herausfinden. Leute, ich möchte, dass ihr euch jetzt in 5 Expertengruppen einteilt, die alle unterschiedliche Aspekte untersuchen. Der erste Aspekt wäre zum... die Stunde ist noch nicht beendet. Setzt ihr euch bitte wieder. Hallo, setzt ihr euch bitte wieder. Was macht ihr denn? Was soll denn das? Was soll das denn? Was soll das? Was soll das? Setzt euch hin! Hinsetzt! Alle sofort hinsetzt! Sofort zurück! Schreibt dieses Tafel nicht ab! Zurück mit uns! Hilfe! Lasst alle auf! Was ist hier los? Kann mir das bitte mal jemand erklären? Ich verstehe es nicht. Die scheinen alle verrückt zu spielen. Die verwandeln sich alle in Zombies. Das ist bestimmt ein Abi-Streich. Das ist die Statue. Bitte? Ja, die Statue, die heute Morgen bei den Bauarbeiten gefunden worden ist. Das ist der Grund für die Veränderung. Ich weiß das. Was ist denn da passiert? Das war wie eine Explosion. Und danach haben alle Schüler irgendwie verrückt gespielt. Was ist das für ein Ding? Ach, das ist doch Blödsinn. Das ist bestimmt ein Streich. Also ich beende das jetzt. Halt, warten Sie. Das ist viel zu gefährlich. Gehen Sie nicht. Ach, nichts daran ist gefährlich. Wusste ich's doch. Hier, löschen. Oh mein Gott! Was machen wir denn jetzt?
Wir werden alle sterben. Vor allen Dingen werden wir die Ruhe bewahren. Wir sind keinesfalls schutzlos. Ich werde die Polizei anrufen, denn das da draußen ist kein harmloser Schülerstreich mehr. Das ist eine reale Bedrohung. Verrammeln Sie die Türen. Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, bis Hilfe eintrifft. Aber wir können ihn doch nicht draußen lassen. Glauben Sie mir, das fällt mir auch nicht leicht. Aber es geht hier um unsere Sicherheit. Sonst wird keiner von uns hier mehr lebend rauskommen. Ich stimme der Chefin zu. Für alle die, die da draußen noch sind, kommt jede Hilfe zu spät, Mensch. Hey, ich brauche Hilfe! Schnell, komm hoch! Auf 155! Die Schüler sind verrückt geworden! Ah! Oma! Weg! Weg hier! Hört auf! Was ist das? Lieber Trump hat sie abgehalten! Hilfe! Au! Ah! Ah! Verbinden Sie mich sofort mit den Behörden. Wir haben einen Notfall. Worum geht es denn? Ja, haben Sie das denn noch nicht mitbekommen? Da draußen laufen Zombies rum, die eben noch unsere Schüler waren. Wenn wir nicht schleunigst was unternehmen, wird keiner von uns seinen Feierabend erleben. Dann kommen Sie, setzen Sie sich erstmal. Wir kümmern uns um alles. Ja, aber beeilen Sie sich. Jede Minute zählt. In Ordnung, kein Problem. Hier, nehmen Sie eine Tasse Kaffee. Das wird Ihnen gut tun. Ja, danke. Und die Schulleitung ist sich wirklich sicher, dass es einen solchen Vorfall schon einmal gegeben hat? Gibt es dafür irgendwelche Belege? Ich habe keine Ahnung. In all diesen Jahrbüchern findet sich kein Wort über Vorfälle dieser Art. Im Internet ist auch nichts zu finden. Also wenn sowas schon mal passiert ist, dann auf jeden Fall lange, bevor Kreiszeitung und Rotenburger Rundschau angefangen haben, ihre Artikel online zu stellen. Ah, das ist richtig. Gibt es Jahrbücher aus den 50er, 60er Jahren? Na, zumindest keine, die darüber Auskunft geben könnten. Wenn wir jetzt anfangen würden, Schüler aus jener Zeit ausfindig zu machen, die uns darüber Auskunft geben könnten, dann würde das ewig dauern. Hey, wie ist denn mit den Lehrern? Ja. Ein ehemaliger Kollege, der davon gehört hat, der kann sich erinnern. Und wir haben eine Liste aller ehemaligen Kollegen online bei iSurf. Aha. Hier. Ja. Diesen Kollegen könnten wir fragen. Das ist eine gute Idee. Warte. Ja. Mal sehen. Jarecki? Ja, Herr Dr. Jarecki. Asmut hier. Ja, Ihr ehemaliger Kollege vom Ratsgymnasium. Herr Asmut? Was wollen Sie denn jetzt von mir? Wir haben ein richtiges Problem. Es könnte sein, dass Sie der Einzige sind, der uns hier raushelfen kann. Worum geht es denn? Wann verbinden Sie mich denn jetzt endlich mit den Behörden? Es ist wirklich dringend. Immer mit der Ruhe. Ich bin noch in der Warteschleife. Bitte was? Machen Sie sich keine Sorgen. Wir kümmern uns schon darum. Mögen Sie ein bisschen Platz machen? Ich muss Ihre Kollegin verarzten. Oh, was ist Ihnen denn zugestoßen? Sie bluten aber stark. Oh, Sie waren überall. Als ich ins Lehrerzimmer flüchten wollte, hat mich einer erwischt. Wie viele von uns sind denn noch da draußen? Ha, mehr als genug. Wir werden uns nicht kampflos ergeben, da können Sie sicher sein. Das beruhigt mich etwas. Entschuldigung, aber das muss sein. Es ist infiziert. Drücken Sie das drauf, ja? Sehen Sie, es wird doch alles wieder gut. Eine Statue also. Und da gibt es keinen Zweifel? Kein Zweifel. Nun... Vor ziemlich genau 60 Jahren machte eine kleine Statue der Schule schon einmal ziemlich viel Ärger. Sie wurde aber vergraben und der Bann damit gebrochen. Klein, sagen Sie? Die Statue, die wir ausgegraben haben, ist mindestens 1 Meter groß. 1 Meter?
Als sie vergraben wurde, war sie vielleicht 30 cm groß. Ja, aber wie ist denn das möglich? Statuen wachsen doch nicht. Nein, Statuen wachsen nicht. Und Statuen hypnotisieren normalerweise auch keine Menschen, Herr Atmuth. Doch diese ist anders. Sollte sie tatsächlich in all den Jahren um das Dreifache gewachsen sein? Dann, mein lieber Atmuth, dann haben Sie ein viel größeres Problem, als Sie bisher dachten. Ja, aber was sollen wir denn tun? Sollen wir sie wieder vergraben? Ja, zerstören. Was immer Sie tun, tun Sie es mit absoluter Entschlossenheit. Sie wird viel kraftvoller sein als damals. Bisher hat sie keinen aus dem Kollegium hypnotisiert, richtig? Ja, das ist richtig. Bis jetzt haben sich nur die Schüler verwandelt. Dann sollten Sie sich beeilen. Grundsätzlich kann die Statue jeden hypnotisieren. Kinder und auch Erwachsene. Je älter ein Mensch ist, desto länger braucht sie, um die Kontrolle über ihn zu gewinnen. Egal, was Sie tun, tun Sie es schnell. Das machen wir. Vielen Dank. Ich hoffe, es klappt alles. Viel Glück, Herr Atmuth. Wiebke, ich muss dir was erzählen. Ich habe die Behörden benachrichtigt. Sie sollten bald hier sein. Ich habe von einem großen Amoklauf gesprochen. Das ist gut. Aber Kollegen, wir sollten hier nicht nur rumsitzen und auf Hilfe warten. Aber was soll man denn tun? Wir müssen diese Statue zerstören. Dr. Jarecki hat in einem Telefonat versichert, dass das die einzige Möglichkeit sei, mit der Sache klarzukommen. Ja gut, aber wie soll man an die Statue rankommen? Warten Sie mal, sollten wir nicht doch lieber auf die Hilfe der Behörden warten, damit die uns den Rücken frei halten? Naja, oder wir bekämpfen das Problem da, wo es entstanden ist. Wie meinen Sie das denn? Ich meine, wir müssten das Problem vierdimensional angehen. Wir gehen zum Ort der Statue und vernichten sie. Nur nicht jetzt, sondern in den späten 50ern. Sie wollen doch wohl nicht. Das ist viel zu gefährlich. Und überhaupt, haben wir dafür eine Gefährdungsbeurteilung nach RISO 2017? Moment, meine Herren. Gefährdungsbeurteilung? Wofür? Naja, wir könnten mit einer Zeitmaschine schon... Eine Zeitmaschine? Ja, mit einer Zeitmaschine in die späten 50er fahren, die Statue dort vernichten und damit unser Problem lösen. Sie wollen mir im Ernst erzählen, dass Sie Pläne für eine Zeitmaschine haben und diese auch bauen können? Also, genau genommen haben wir sie schon gebaut. Bei den Projekttagen 2016. Aber wir nutzen sie nicht, weil der Einsatz doch recht gefährlich wirkt. Ja, ein gewisses Restrisiko bleibt natürlich. Klar, wer auch immer die Zeitmaschine benutzt, muss sich schon im Klaren darüber sein, dass er gegebenenfalls nicht am Stück in die Vergangenheit und dann auch wieder zurück in die Gegenwart kommt. Was? Aber einen Historiker würden wir schon riskieren. Schluss jetzt, holen Sie sie her. Sind Sie sich sicher? Ja, und ich werde sie benutzen. Beeilen Sie sich bitte. Okay. Lassen Sie uns die Maschinen synchronisieren. Ja, das sollten wir. Sind Sie bereit? Ja. Warte. Ich werde dich begleiten. Zu zweit haben wir eine viel größere Chance. Danke, Harald. Na gut, dann geht's los. Also, wir sind uns sicher, dass Sie mit den Zeitmaschinen zum richtigen Zeitpunkt ankommen werden. Wir wissen nur nicht, ob in einem Stück. Jetzt aber zu den Zeitmaschinen. Um damit in die Vergangenheit zu gelangen, müssen Sie die Zeiger einfach zurückdrehen. Und ganz einfach in der Bedienung, um wieder zurück in die Gegenwart zu kommen, drehen Sie die Zeiger wieder vor. Aber verlieren Sie auf keinen Fall eine der Zeitmaschinen. Mit nur einer Maschine haben Sie keine Chance, zurück in die Gegenwart zu gelangen. Vielen Dank. Dann alles Gute, viel Erfolg und halten Sie alle Körperteile beieinander. Viel Erfolg. Also, komm. Bereit? Ja. Los! So, ich glaube, wir haben das geschafft. Wo sind wir denn? Warum sind wir draußen? Das heutige Lehrerzimmer gab es 1959 noch gar nicht. Der ganze Gebäudeteil wurde erst Anfang der 80er Jahre gebaut. Okay. Aber wir sollten keine Zeit verlieren. Ich glaube, da geht's lang. Ja, Vorsicht. Wie gehen wir denn jetzt vor? Wir sollten das Überraschungsmoment nutzen. Okay. Wir schnappen uns die Statue und die Schaufel und zerschlagen das Ding. Okay, und verbrennen dann den Rest. Exakt. Okay, los. Da drin sind sie. Ja, hoffentlich sind die Kollegen uns wohlgesonnen. Los! Bleiben Sie ruhig! Bleiben Sie ruhig! Was geht denn vor? Was stehen Sie? Jetzt müssen Sie die Statue vergraben. Woher weiß das Wissen? Wir müssen sie jetzt zerstören, bevor es zu spät ist. Oh mein Gott, was geht hier vor? Was zum Teufel passiert hier gerade? Was ist mit Ihnen los? Gehen Sie weg! Hören Sie auf!
Harald! Um Gottes Willen! Nein, sie laufen noch! Hilfe! 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 Nein! Was ist passiert? Wo sind wir? Harald, ist alles in Ordnung? Alles okay, bei dir auch. Ja, es geht mir gut, keine Sorge. Das war knapp, du. Dann ist jetzt alles vorbei. Nein, noch nicht ganz. Ich glaube, jetzt können wir nach Hause gehen. Komm. Ja. So, dann geht's jetzt, glaube ich, heimwärts. Bevor wir zurückreisen, möchte ich mich nochmal bei dir bedanken. Alleine hätte ich das sicherlich nicht geschafft. Tja, Mensch, wer hätte gedacht, dass meine Fachgruppe Geschichte mich in so ein Abenteuer stürzen würde. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt heil zurückkommen. Dann stellen wir. Okay. Und los. Und sind wir zurück? Ich denke schon. Wir schauen uns am besten mal um. Ja, wo sind denn die alle? Im Unterricht. Es ist anscheinend alles wieder in Ordnung. Sie müssen mitkommen. Wir haben beim Graben was ganz Seltsames gefunden. So, Ton brauchen wir schon auch noch, ne? Ton? Möglicherweise handelt es sich um ein Kultobjekt eines alten niedergermanischen Stammes. Nicht alt, ober. Das sollte ich sagen. So geht es ja nun nicht. Also die Rollenverteilung in unserer Fachschaft ist doch ganz klar geregelt. Die? Nicht obergermanisch? In jedem Fall präsächsisch, würde ich sagen. Sachsisch. Ja, dann Latein war auch schon mal besser, mein Lieber. Wir müssen schneller trinken. Und die Schulleitung ist sich wirklich sicher, dass es so einen Vorfall schon einmal gegeben hat? Scheiße. Machen wir mal von Anfang an. Ich glaube, die sind vererbt. Oh nein. Entschuldigung, ich hab meinen Text. Entschuldigung. Nein, es ist früh. Zurück, zurück. Es ist früh. Zurück, zurück, zurück. Warum ist verloren? Wir haben was ganz. Nochmal. Sind Sie bereit? Nein, wir müssen die Zeitmaschine noch synchronisieren. Man hätte es noch retten können. Aber Kollegen, wir sollten hier nicht nur rumsitzen und auf Hilfe warten. Aber was sollen wir denn tun? Wir müssen die...